Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich sehe bei dem Licht noch verschlafener aus, als man hier so im Halbdunkeln geht. Wir drehen heute einen Vlog. Heute steht ein bisschen was an, zum Beispiel diesen Weihnachtsbaum hier, den haben wir gestern abgeschmückt, wegzuräumen. Es ist Mitte Januar und ich dachte, bis jetzt hatte ich einfach keine Motivation, aber ich dachte jetzt, der kann nicht für immer da stehen. Das muss einfach nicht sein. Ihr seht vielleicht, es ist noch dunkel draußen. Karl ist hier drüben am Frühstücken. Er sitzt nicht im Dunkeln, keine Sorge, das sieht nur so aus. Und ich räume gerade die Spülmaschine aus, ich frühstücke erst später was. Genau. Mal gucken, was wir heute noch so machen. Also wir haben noch eine ziemlich lange To-Do-Liste wegen irgendwelcher Telefonate, Papierkram erledigen. Ich muss noch ein Video schneiden und ich weiß gar nicht, woran ich jetzt nicht gedacht habe, was mir aber nachher dann noch einfallen wird. Produktiv und der Staubsauger auch. Und ich habe jetzt hier heute früh im Kindergarten so was für das Portfolio von Karl mitbekommen und will da jetzt mal ein paar Fotos ausdrucken. Eigentlich warte ich nur darauf, dass Tim aufwacht, weil er schläft noch. Und ich habe jetzt auch noch nicht so einen Hunger. Ich weiß nicht, ob wir dann zusammen frühstücken oder ob wir einfach noch ein Stück warten und dann gleich Mittag essen. Aber ich weiß nicht so richtig, was ich mit mir anfangen soll, weil, wie gesagt, haushaltsmäßig ist jetzt eigentlich nur noch, dass der Staubsauger überall rumfahren muss und ist gleich eine Wäsche fertig, aber ansonsten gibt es nichts zu machen. Also ich habe alles andere schon fertig und es ist also schon sauber aufgeräumt und so weiter. Und die To-Do-Liste, von der ich gesprochen habe, die hat Tim. Also auf seinem Handy und er schläft ja noch und das Handy liegt vermutlich irgendwo im Bett unter seinem Kopfkissen oder so. Deswegen kann ich da jetzt noch nicht anfangen, weil ich absolut nicht weiß, was da drauf steht. Heute ist der letzte Tag, wo dieser Weihnachtsbaum steht und genau heute verhängt sich dieser Staubsauger in der Tischdecke. Das ist so nicht normal. Das hat er bis jetzt nicht einmal gemacht. Er hat immer hier diese verschoben und so, alles gut. Hier hingen ein paar Kugeln ziemlich tief. Die hat er auch immer so mitgenommen, aber nicht abgerufen. Und heute, genau heute, wirklich wenige Minuten bevor dieses Ding vom Baum, obwohl er ist eigentlich noch ziemlich schick so, rauskommt, hat der Staubsauger plötzlich ein Problem. Sehr schön. Was soll ich sagen? Es ist nach 13 Uhr und der Baum steht immer noch. Karl ist mittlerweile da, Tim ist gerade beim Müll, glaube ich, oder bei der Wäsche, keine Ahnung. Es gibt hier so einen Raum im Keller, wo man Wäsche aufhängen kann. Und da hängen immer die großen Bettlaken auf, zumindest jetzt im Winter. Ja, ich war auch schon produktiv, habe einen Anruf erledigt. Oh, meine Haare gehen jetzt gar nicht, ich glaube, ich muss die mal waschen. Und ich war sogar vorhin schon mal da, wo man die Bäume zurückgeben kann, weil ich bin da hingefahren, um das sozusagen auszukundschaften, ob man da wirklich Bäume abgeben kann. Und kann man, aber wir müssen halt ungefähr 10 Minuten laufen mit Baum. Das war letztes Jahr, da mussten wir 5 Minuten laufen mit Baum. Ich will Tim immer noch überreden, dass er den Baum einfach in den Golf reinpackt, weil da drin ist eh mega dreckig und da werden die Patternadeln und das bisschen Harz auch nicht mehr schaden. Mal gucken, ob er sich dann überzeugen lässt. Aber ich will den Baum jetzt wegstellen, weil ich hier an die Stelle gerne Pflanzen hinstellen möchte, die jetzt über Weihnachten in der Küche standen. Die Küche sieht aus wie ein Gewächshaus und ich will diese Pflanzen da weg haben. Thank you.
Schnauze, ja. Das ist doch wohl sehr. Ich würde dich bitten, erstmal da aus der Ecke rauszukommen. Oder so, ja. Warte mal, wie. Heb den erstmal nach oben. Und dann packst du den so mit. Zwei. Ich werde es abladen. Tschüss. Mami, passt der da durch die Tür? Ja, er hat euch gepasst. Ja. Was ist? Guck da mal, wir sind überladen. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute habe ich so gut wie frei. Ich habe nachher nur noch eine Zoom-Konferenz, die ich dann hier in meinem Auto abhalten werde. Genau, wir sind gerade, ich zeige euch, beziehungsweise ihr könnt vielleicht schon ein bisschen sehen, hier liegt Schnee, es ist total cool. Bei uns liegt nämlich kein Schnee und hier ist, ich drehe gleich die Kamera, hier ist richtiges Winter Wonderland, also es ist mega. Wir sind gerade auf dem Weg nach Tschechien, wir fahren einkaufen und ja, sind demnächst da. Wir gucken mal, was wir euch so zeigen können. Es gibt dann auch ein Hall. Wir sind eigentlich vor allem, also ein bisschen wegen so Lebensmittel und so Produkten, die es dort günstiger gibt, aber auch wegen Klamotten unterwegs. Genau, ich drehe jetzt mal die Kamera. Es ist total schön hier. Also wäre meine Scheibe nicht so nass, aber ihr könnt es ja sehen, ne? Es ist mega cool. Ich finde das toll. Ich weiß nicht, ob man den Wind rauschen hört. Ich glaube, meine Scheibe ist undicht. Wir sind mittlerweile wieder zu Hause und den Einkauf, also was wir alles geholt haben, zeige ich euch dann. Wir haben jetzt erstmal noch was vor. Meine Friseuse wird mich umbringen. Wir machen jetzt meinen schönen, frisch gefärbten, platinblonden Haare rosa. Also ja, seid gespannt. Ja. So, wir haben es auch mal geschafft. Das Licht ist jetzt natürlich blöd. Meine Haare sind soweit fertig. Ich freue mich mega. Ich muss jetzt natürlich gucken, was ich dazu anziehen kann. Aber es ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich kenne das schon. Ich kann kein Geld mehr anziehen. Alles wird gut. Die Haarfarbe wird nicht für immer bleiben. So, ich zeige euch jetzt endlich mal, was wir alles gekauft haben. Ganz toll. Das erste haben wir schon teilweise ausgepackt. Das sind Espresso-Kapseln, die ich noch nie hier gesehen habe. Ich habe Müsli mitgenommen. Wir haben also bestimmte, ja, das ist für alle, Karl, haben wir einmal Chips, die andere Sorte, davon haben wir schon aufgegessen. ja, Instant-Nudeln in verschiedenen Sorten. Die sind, also das sind halt auch so, das Müsli war mega billig, die Instant-Nudeln waren mega billig und deswegen haben wir da einfach das so auf Vorrat gekauft, einfach weil das kein, vom Preis her absolut kein Vergleich zu uns ist. Wir wollten ja auch nach Klamotten für Karl gucken. Ich muss mal in die Kamera irgendwie drehen. So, und es gab tatsächlich ziemlich wenig, weil ich glaube, die neue Kollektion ist einfach noch nicht draußen. Und ich habe jetzt hier so ein Hosenset, das sind drei Hosen. Die fand ich sehr süß. Die müssen wir gleich mal hier vom Bügel abmachen. Du kannst sie dann mal anprobieren, aber ich glaube, die sind noch um einiges zu groß, aber das ist nicht schlimm. So, dann Weichspüler, der war um die Hälfte reduziert. Bei uns würde der keine Ahnung was kosten, der hat einfach 1,60 Euro oder so gekostet und das ist eine große Flasche davon. Mega gut. Dann habe ich hier Gewürz für Curry, also das ist ja wie so eine Fixtüte. Pizzagewürz. Veggies, die waren auch mega billig. Eins haben wir schon uns geteilt, also Karl und ich. Nochmal Instant-Nudeln. Die habe ich einfach mitgenommen, weil sie total schön aussah und ich sowas total lecker finde. Dann ist das feuchtes Toilettenpapier mit Früchtegeruch. Ich bin sehr gespannt. Sowas habe ich bei uns auch noch nicht gesehen. Nochmal Instant-Nudeln. Das ist Salatgewürz. Da bin ich mal gespannt, ob das wie dieses Knorr-Salat-Fix ist oder ganz anders, keine Ahnung. Dann sind das hier Gummibärchenschlangen,
nochmal Instant Müsli, ein anderes Müsli, das fand ich auch sehr lecker aus, normales feuchtes Toilettenpapier, aber irgendwelches Premium-Zeug, was bei uns wahrscheinlich viel mehr kosten würde. So, das hier sind die anderen Hosen, auch so ein Dreierpack. Wie gesagt, das ist alles so für, dauert noch ein Stück, bis Ella reinpasst. Und die Auswahl war leider sehr gering. Wir waren halt bei Tesco, da gibt es normalerweise eine größere Klamottenabteilung. Und der Punkt war einfach, für alle Größen, entweder kleiner als Karls aktuelle Größe oder größer, war die Auswahl so riesig und gerade auch bei Mädchensachen, es war unendlich viel. Aber bei der Größe, was er gerade braucht, da gab es so wenig leider. Deswegen müssen wir nochmal gucken, wenn dann die Sommerkollektion draußen ist, dass wir dann nochmal dahin gehen. Aber es wissen wir, dass die schon von vorher da sind. Das habe ich mir gemerkt. Genau, und vielleicht nochmal in einem größeren Tesco. Wir waren dann noch in der Innenstadt, in einem Einkaufszentrum. Da hätte es auch Klamottenläden gegeben. Da war es aber ein bisschen schwierig. Da konnte man nur eine Stunde umsonst parken. Und wir hatten kein Bargeld dabei und man konnte nur mit Bargeld bezahlen. Deswegen waren wir halt nur ganz kurz da drin, damit wir nicht über die Parkzeit hinauskommen. Genau, deswegen war das alles ein bisschen hektisch. Und ich dachte, wenn wir dann eh zu Tesco fahren, dann können wir dort Klamotten holen, aber ja, beim nächsten Mal weiß ich Bescheid, muss ich mir einen größeren Tesco raussuchen. Tim hat sich ein Salbeitier mitgenommen, weil er den so lecker findet, keine Ahnung. Noch ein Quetschi. Das eine, was ich euch gerade gezeigt habe, wird auch gerade verspeist. Das habe ich nicht aus Tschechien. Ich war da noch hier bei Kaufland. Das war bloß in der Tüte mit. Eine riesen Küchenrolle. Nochmal Instant-Nudeln und nochmal Instant-Nudeln. Und noch andere Quetschi-Sorten. Feuchttücher. Dann kommen wir noch zu den Getränken. Wir haben ganz viele Wasser mit Geschmack mitgenommen. Von fast jeder Sorte eins. Also von diesem Hersteller. Milch, auch ganz wichtig. Tim trinkt so gern Vanille-Cola und es war halt echt mega krass. Wir haben die hier bei uns so lange schon nicht mehr gefunden. Deswegen, ich wusste, dass wir die dort finden werden. Und hatte ihm heute früh schon gesagt, ja, dann achte darauf, dass wir an Vanille-Cola denken. Und es gab wirklich überall welche. Und ich habe meine Kofola mitgenommen. Das ist, wer das nicht kennt, tschechische Kräuter-Cola. Mega lecker, wirklich mega lecker. Ich liebe das. Und dazu muss man sagen, ich bin echt nicht der Cola-Trinker. Ich wirklich, da muss ich Appetit drauf haben. Ich finde es eigentlich nicht so lecker. So, dann haben wir noch eine Pepsi mit Mango. Habe ich auch noch nie gesehen. Und eine Orangen-Vanille-Cola. Ja, klingt zumindest sehr weihnachtlich. Ich hätte gern mehr Klamotten gekauft, aber das war heute alles so ein bisschen durcheinander. Und wir werden auch eines Tages wieder dahin fahren. Und vor allem haben wir halt einfach für 1,43 umgerechnet getankt. Also super. Und hier war es 1,74 und in Chemnitz heute Morgen waren es 1,84. Also schon allein dafür hat es sich mega gelohnt. Und ja, wir hatten einen schönen Ausflug. Und ja, jetzt muss ich das hier alles wegräumen. Yay.